Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Path of Titans Video. Denn gestern ist noch ganz überraschend ein weiteres Urzeitlebewesen rausgekommen, nämlich dieser hier, der Dino Kairos. Das ist der erste Piscivore im Spiel, das heißt ein Dinosaurier, der sich nicht ausschließlich, sondern vorwiegend von Fisch ernährt. Der kann meiner Meinung nach auch Beeren fressen, das werden wir aber gleich mal ausprobieren. Sagen wir, gehen jetzt selber erstmal den Berg ein bisschen hoch. Dann kann ich euch mal die ganzen Schreie zeigen und die Animation. Ihr seht schon, der ist nicht der schnellste, relativ schwerfällig und groß, ne? Also der ist wirklich riesig. Der kommt schon so auf Spino-Größe so ein bisschen, muss man sagen. Also ich glaube, wenn man den Spino daneben stellt, dann ist der nicht viel kleiner. Es ist schon wirklich ein Gigant. Aber wir gehen jetzt erstmal die Schreie durch. Das hier ist der Einser-Call. Das hier der Zweier. Der Dreier. Vierer. Fünfer. Oh, der schüttelt sich aber extrem. Das sieht ja cool aus. Ist ja mal was ganz anderes beim Schütteln. Sechser. Na, da scheint er sich ein bisschen umzugucken. Siebener. Einmal strecken. Achter gibt es nicht. Und dann gibt es noch den F-Call. Ne, den gibt es auch nicht, anscheinend. Gab es den nicht immer? Ist lange her, dass ich Path of Titans richtig gezockt habe. Deswegen bin ich da nicht mehr so drin. Aber finde ich ganz cool. Ist eigentlich ganz nice. Optisch finde ich den auch ziemlich cool. Mir gefällt sogar das Federkleid ganz gut. Das ist echt cool gemacht. Sehr detailliert. Und die Grafik von Path of Titans ist natürlich wunderschön. Das Model auch und die Laufanimation und Schreie da sehen auch alle super aus. Wir müssen gleich auch nochmal eben hinflezen. Und auf Schwimmen bin ich noch sehr gespannt, muss ich sagen. Das hier ist hinsetzen. Die Map ist hier übrigens wunderschön. Das ist auch eine Mod-Karte. Und hinlegen. Oh, wie süß. Der macht so den Schnabel da ins Gefieder. Das machen Enten und sowas, glaube ich, auch, ne? Oder viele Vögel, wenn die schlafen. Schön den Schnabel ins Gefieder. Ist da vorne Wasser? Also das nächste Ziel für mich wäre halt Wasser, dass wir mal planschen gehen können. Das Interessante an dieser Karte ist übrigens, dass sie sehr, sehr viele Klippen und Berge hat und man dann teilweise echt schwere und gefährliche Wege nehmen muss, um irgendwo hinzukommen. Ihr seht ja hier hinten schon wieder die ganzen Klippen und sowas. Das ist ziemlich cool. Also auf dieser Karte ist das Survival-Gameplay komplett anders als auf der Anjura, heißt sie, glaube ich. Oder wie heißt die Standardkarte? Ich weiß es gerade gar nicht. Die ganzen Kartennamen, das ist immer schwer zu merken. Hier vorne haben wir aber jetzt das erste Mal Wasser. Das sieht auch so schön aus mit dem ganzen Nebel und den Sonnenstrahlen. Path of Titans ist wirklich mega atmosphärisch. Gehen jetzt planschen. Im Wasser bewegt er sich eigentlich ganz gut fort, muss ich sagen. Jetzt auch nicht der schnellste. Aber er kommt hier ganz gut voran. Aber er ist ja auch Fischfresser hauptsächlich. Dann sollte das auch der Fall sein. Und er verliert auch so gar keine Ausdauer im Wasser. Ich glaube, der regeneriert sogar ganz langsam. Ist schwer zu sagen, ob der Balken gerade steigt oder nicht. Wir tauchen jetzt aber mal ab. Und da sehen wir auch schon die ersten Fische. Ob wir den direkt fangen können, den großen hier. Okay, wir haben ihn. Das hat gut geklappt. Oh, hier ist sogar so eine heiße Quelle. Und wir haben unseren ersten Fisch erlegt. Wunderschön. Legen wir uns den mal hier hin. Es wird mittlerweile auch angezeigt. Also ich blende die ganze Zeit in die Menüs aus, damit es schöner aussieht. Aber ihr seht das ja. Jetzt kann man zum Beispiel 100% davon einfach runterschlucken mit E. Oder mit F den Fisch ablegen, stand da gerade. Und jetzt sieht man ihn nicht mehr. Perfekt. So ein Mist. Haben wir den da jetzt reingedroppt in den Boden?
Ne, hier ist er. Okay. Da vorne am Ufer liegt er. Oh, trinken können wir auch mal eben. Dann seht ihr das auch mal. Ja, waren jetzt nicht so durstig. Und jetzt müssen wir einmal mit dem Panzer hier den riesen Wendekreis benutzen. Okay, Musik. Und jetzt können wir zum Beispiel auch den Fisch wieder aufheben und sowas. Das funktioniert mittlerweile schon echt richtig gut. Wir schlucken den jetzt mal im Ganzen. Okay. Das ist ein bisschen unlogisch, muss man sagen, ne? Also so einen Riesenfisch im Ganzen zu schlucken, selbst für dieses Monster. Aber das war ja wirklich ein riesiger Arapaima, oder wie heißt der nochmal, der Fisch? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in diese Richtung auf jeden Fall. Aber das ist schon sehr cool. Der hat dann natürlich auch so ein bisschen Revierprobleme. Der hat ja hier zum Beispiel den Sarcosuchus, der sich viel im Wasser rumtümmelt. Den Spino, den Sucho. Also das wird schon sehr, sehr interessant. Bin mal gespannt, wann Path of Titans auch die Lüfter erobert, wie The Isle. Das wäre nämlich auch noch ziemlich cool. Weil ich finde, dass aktuell Path of Titans wirklich vom Content her ein bisschen weiter ist und viel, viel besser aussieht, meiner Meinung nach. Allerdings ist The Isle so ein bisschen deeper vom Gameplay. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen bestimmten Saurier spielt, dann fühlt sich das immer ein bisschen interessanter an, weil die halt besonderer sind und ja, besondere Mechanics haben. Also dass die irgendwelche besonderen Manöver oder Überlebensstrategien und sowas haben. Ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. Aber beide Spiele sind momentan auf einem sehr, sehr guten Weg. Man muss dazu auch noch sagen, dass Path of Titans auch noch andere wichtige Funktionen fehlen, die wirklich noch das Ganze viel, viel spannender machen. Denn wenn erstmal das Wachstum und sowas drin ist, das würde auch noch viel verändern, weil das halt erst die ganze Geschichte spannender macht, wenn man dann ganz klein ist und langsam heranwächst und immer stärker wird. Das ist ja immer ziemlich spannend. Und auch so Funktionen wie, kann man das schon? Ich glaube nicht. Riechen geht, glaube ich, auch noch nicht. Weil ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Beeren oder Büschen, die man snacken kann, weil ich glaube, die kann der ja auch verzehren. Das möchte ich nämlich gerne mal testen. Das sind halt alles noch so Standardfunktionen, die fehlen. Nesting fehlt noch beiden Spielen. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Das finde ich auch immer spannend und sehr, sehr ja, cool. Dadurch entstehen halt coole Situationen. Ne? Man hat seine Babys, will die verteidigen, wird angegriffen. Und ja, das macht auch noch sehr, sehr viel aus. Aber beide Spiele sind, wie gesagt, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und für uns Spieler ist es sowieso perfekt, wenn es da Konkurrenten gibt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wir profitieren davon ja nur. Ja, perfekt. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Nochmal richtig mieses Wetter. Ich wollte euch nochmal eben die Attacken zeigen. Das habe ich noch gar nicht gemacht gerade. Der hat zwei Attacken. Einmal Linksklick. Das ist so eine, ja, Schrei- und Klauen-Attacke. Der hat ganz schön große Klauen, fällt mir gerade mal auf. Also ich glaube, damit kann er schon ordentlich Schaden anrichten. Und der hat einen Schweifhieb. Also bis jetzt nicht so krass was Besonderes. Ich hoffe, da kommen dann noch spannendere Funktionen hinzu, dass jeder Dinosaurier so seine speziellen Jagd- und Kampfmethoden hat. So wie bei The Isle, das ist ja auch relativ spannend gelöst. Mittlerweile gibt es hier echt interessante Sachen zum Fressen. Das hier scheinen irgendwelche Insekten zu sein. Ein Insektennest oder so. Zumindest so ein Symbol. Das kann er auf jeden Fall nicht fressen. Was ist das hier? Oh, das ist ein Ameisenhügel. Also das ist hier wirklich alles sehr interessant geworden. Vielleicht müssen wir das nochmal in einem Livestream oder so spielen, das Spiel. Oh, da vorne sind Büsche. Perfekt. Da gibt es viele, viele neue Sachen. Die dürfte jetzt aber, glaube ich, essen können. Ja, die kann er essen. Jetzt müssen wir E gedrückt halten oder einmal E nur. Irgendwie will das manchmal nicht so richtig. Ich halte E gedrückt. Stand doch gerade Eat. Ah, jetzt, okay. Also das kann er auch. Kann Fisch fressen und Berries. Wahrscheinlich auch noch irgendwelche anderen Pflanzen, die hier wachsen. Ja, die Fressen-Animation sieht auch super aus. Ist aber echt interessant. Das heißt, wenn man dann mal sich nicht ins Wasser wagen möchte, kann man dann auch für den Übergang Berries essen. Okay, ich bin wieder voll gefuttert. Ja, sehr, sehr interessant.
So, zu guter Letzt schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam die Skins an. Das hier ist. Ne, das hier ist der Standard-Skin. Ich habe gerade mit dem Bäcker-Skin gespielt. Sieht ganz cool aus. Dann haben wir hier den Bäcker-Skin. Der ist für die Leute, die das Spiel unterstützt haben. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile oder noch kann. Keine Ahnung. Müsste mal schauen. Dann haben wir hier einmal den Black Swan. Der sieht ja cool aus. Oh, nice. Sieht richtig cool aus mit dem roten Schnabel. Kann man dann natürlich farblich hier auch noch anpassen, aber das muss man alles freischalten. Aber da hat man ja wieder Möglichkeiten ohne Ende. Das kennt ihr ja schon. Dann haben wir hier einmal Kanuk. Sieht auch nice aus. Pintail. Auch sehr cool. Die sehen alle mega gut aus. Der ist auch cool. Brindale. Nee, Brindle. So. Ich sollte es nicht mehr aussprechen. Ihr könnt es ja selber lesen. Dann haben wir hier noch den nächsten. Der sieht so ein bisschen leopardenmäßig aus. Auch ist mega cool. Also, sie sehen ja alle nice aus. Und der ist ein bisschen langweiliger, aber auch nicht schlecht. Den finde ich jetzt nicht so gut. Der ist auch okay. Albino darf nicht fehlen. Und natürlich Melanistic. Weiß und schwarz. Ziemlich cool. Also da haben mir einige richtig gut gefallen. Der hier ist mega cool. Der war cool. Und dieser blaue, den fand ich auch nice. Da sind schon einige coole Skins bei. Wenn ihr den erstellen wollt, findet ihr den übrigens unter Herbivores. Falls ihr euch fragt. Der ist ja eigentlich ein Piscivore, aber der wurde bei den Herbies eingeordnet. Vielleicht kriegen wir hier später noch mehr Symbole. Und man kann hier natürlich das Geschlecht ändern. Der ändert sich aber soweit nichts, nur die Farbe ein bisschen. Und die Unterart. Hier gibt es wieder drei Stück, ne? Ja. Bisschen schmaler, bisschen breiter, bisschen weniger Federn. Ihr seht ja die Körper. Oh, hier, der hat gar keine Federn hinten. Sehr interessant. Der hier hat nur hinten Federn, am Dings keine, an den Armen. Und dann gibt es die Variante mit überall Federn. Finde ich persönlich am coolsten, weil ich das gerne mag, wenn die so gefiedert sind. Und ich weiß gar nicht, hier kann man dann natürlich auch noch. Ja, das ist der Standard-Skin jetzt. Da könnte man dann auch das Muster ändern. Also man hat da so viele Variationen, das kennt ihr ja schon. Das ist auf jeden Fall der neue Dino Kairos in Path of Titans. Gefällt mir persönlich richtig gut und ich glaube später, wenn der fertig ist, wird auch das Gameplay von diesem richtig spannend werden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Whoa.